Wie hier in Augsburg sind in Verwaltungsgebäuden in insgesamt 6 deutschen Städten Drohschreiben eingegangen. Betroffen sind neben Augsburg auch Chemnitz, Göttingen, Kaiserslautern, Neunkirchen und Rendsburg. Augsburgs Bürgermeister Kurt Griebel sagt: Wir haben, so wie das die entsprechenden Ablaufpläne und Einsatzpläne vorsehen, Kontakt mit der Polizei aufgenommen, die Ersteinschätzung vorgenommen. Der Inhalt dieses E-Mail-Schreibens war inhaltlich so ausgestaltet, dass man von einer ernsthaften Situation auszugehen hatte, weswegen die entsprechenden Maßnahmen auch einzuleiten waren. Diese schriftliche Drohung beinhaltete eine Bombendrohung zum Nachteil der Stadt Augsburg. Wir stellen aber fest, dass heute in mehreren bundesdeutschen Stadtverwaltungen vergleichbare Drohungsschreiben eingegangen sind. Inwieweit da ein Zusammenhang besteht, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Natürlich ist es auffällig, dass am gleichen Tag bei mehreren Stadtverwaltungen derartige Schreiben eingegangen sind. Seit längerer Zeit werden deutsche Ämter, aber auch Anwaltskanzleien und Verlage bedroht. Nach Angaben der federführenden Berliner Staatsanwaltschaft sind bereits mehr als 100 Fälle bekannt.